Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, uns fehlen immer noch ein paar Dracheneiern, und ich glaube vielleicht zu wissen, wo die sein könnten. Dazu möchte ich gerne zu Xardas Turm nochmal rauf. Das haben wir gleich und schnell heraus, indem wir uns zu ihm raufporten. So. Alle hopp. Denn wenn wir hier den Weg noch weiter nach unten laufen, in die Richtung, glaube ich, dass wir vielleicht noch auf Echsenmenschen treffen könnten. Mich würde es freuen. Und ich hoffe, dass es wirklich nur bei einem oder maximal zwei Dracheneiern bleibt, die uns fehlen. Ansonsten ist mein Latein am Ende. Was ich besonders schlecht spreche. Ja, schaut, das sind ja welche. Die habe ich nämlich sauber übersehen. Wahrscheinlich gehen die bis in die Hafenstadt Corinis rein. Ja, ja, ist schon gut. Bam! Katschanka! Bam, zack, zack. Du auch? Jawohl. Na los, gestorben. Setz alle hin. Schön. Ja, ja. Ne? Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Und wenn ich ganz viel Pech habe, hat das wirklich. Hat wirklich einer dieser. Das ist Suchender. Hat wirklich einer dieser Deppen ein Ei getroppt. Und ich hab's nicht gelootet. Weil ich davon ausgegangen bin, dass sie eh nie was haben. Aber normalerweise hätten die da nicht das Ei verloren. Ist ja bestimmt. Werde ich schon dahinter kommen. So. Runter mit dem Gesöff. Ein bisschen Fleisch gejausnet. Und wieder gespeichert. Und dann ist der Suchende auch schon fällig. Wo kommen diese depperten... Aha, das ist ein Quatsch, mich tot. Dann werden wir gleich wieder skippen. Bla bla. Gib auf. Was? Nein! Nicht ein beklemmendes Gefühl, nicht der Ernst. Okay, jetzt muss ich mich da noch läutern lassen. Boah, das ist gerade schier. Das ist gerade ein dickes Minus für den Suchenden. Gescheiße. Ja. Kann man scheinbar nichts machen, ne? Das ist halt so. Ja, großartig. Ist hier zufällig ein Drachenei versteckt? Nein. Hier ist nichts Drachenei. Aber vielleicht in der Höhle da. Das ist nämlich die, die ich nicht besucht habe. Vielleicht haben wir hier noch ein paar Echsenheinis. Hallo. 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 Nein. Haben wir nicht. Da ist nur dieser Cornelius-Trottel. Ja, naja. Dann vielleicht weiter, wenn ich den Weg noch runter hatsche. Vielleicht gibt es da noch ein paar. Ansonsten bin ich auch leicht am Ende mit meinem Latein. Ich hoffe echt, ich habe keinen vergessen zu looten, weil ich einfach davon ausgegangen bin, dass so ein Echsenmensch eh nichts droppt. Das könnte jetzt wieder ein riesiger Minuspunkt für mich sein. Es ist halt echt die Frage, ob da oben wirklich kein Ei war. Nee, schaut nicht so aus. Dass da irgendwo was verborgen liegt oder so. In so einem Gebüsch oder so, habe ich ja vermutet. Aber schaut nicht aus. Nee. Bäh. Dann gehen wir halt weiter Richtung Stadt. Vielleicht gibt es da unten noch welche. Vollpfosten. Weil höhlenmäßig haben wir alles. Höhlenmäßig haben wir alles. Wenn ich großes Pech habe, sind noch welche im Minental, die wir umnieten müssen. Was auch nicht schön wäre.
Hier liegt auch nichts irgendwo verborgen. Schaut nicht so aus. Boah, das wäre jetzt aber echt fies, muss ich sagen. Das wäre echt fies. Da sind noch welche, ja, ja. Vier gleich, ja, schön. Katschanga. Wow. Katschanga. Bam. Jawohl. Und Katschanga. Jawohl. Katschanga. Passt. Katschanga. Weg mit dir. Wow. Blocken. Katschanga. Sehr schön. Katschanga. Sehr gut. Und du auch noch. Oh, der ist schon hin. Sehr schön. So, Schwertele. Da ist nichts zu holen. Da ist auch ein Schwertele, weil normalerweise, also ich hoffe halt schon, nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Dass ich da keinen Fehler gemacht habe. Ist da was versteckt? Schaut auch nicht so aus. Ich sollte mich mal heilen. So, her mit den Tränkchen. Achso, wartet, vielleicht können wir dort beim Bauernhof ein bisschen übernachten, weil da unten, glaube ich, müssten auch noch welche sein. Also, Echsenmenschendeppen. Ich lege mich mal da in die Scheune rein, ins Bettchen, zum Heilen. Ja, ja, da stehen Orks auch noch rum. Ach ja, war da nicht ein Auftrag? Warte mal. War da nicht sogar ein Auftrag? Hallo, Lobart. Alles klar? Wie geht's deinem Hof? Es ist nicht mehr auszuhalten. Oh. Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Ich drehe hier noch durch. Ach, das wird schon. Hast du mit den Heinis gesprochen? Hast du mit den schwarzen Männern gesprochen? Sicher. Das ließ sich ja gar nicht verhindern. Ich glaube, sie suchen jemanden. Ah, das bin dann wohl ich. Und warum hast du nichts unternommen? Warum unternimmst du nichts gegen die schwarzen Männer? Würde ich ja liebend gerne tun, aber ich habe gesehen, wie sie einen Stadtbewohner bei lebendigem Leib verbrannt haben. Einfach so. Wozu soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Das war Lothar. Ich danke dir. Da drin wird wohl keiner sein von diesen Deppen, oder? Dass ich schlafen gehen kann? Ja, passt. Haut hin. Gutes Nächtle. Ach ja, das geht ja nicht. Bäh. Stimmt ja, das geht ja gerade nicht. Mann, ich hab's vergessen. Entschuldigung. Warte mal. Hallo, hast du was zu essen? Nein, aber Stibitzen könnte man was. Warte mal. Ich probier's einfach mal. Warte mal. So. Und? Stibitzen? Ja, hat ihn gehaut. Hingehaut hat das. 120 Punkte haben wir bekommen. Ja, da muss ich halt momentan ein bisschen was trinken tun, damit das besser Geli tut. Ist ja wurscht. Da muss ich eben raufschauen, noch in, also zum Kloster. Die sollen uns heilen. Und dann wird schon passen. Bei der Gelegenheit, ich habe ja auch komplett vergessen, bei Garund und so, ne, Servus zu sagen. Das gescheit hier zu speichern? Wartet, lieber nicht. Nicht, dass ich wieder einen Bug habe. Kommt her, ihr Trottel. Jo. Na, hör auf, geh weg da. Trottel von Bauerndeppen, echt. Komm weg. Komm, stirb, Ork. Passt. Gestorben, Ork. Passt. Sterben, Ork. Jawohl. Glück gehabt. Alles hat für uns gezählt. Boah, alte Schwede. Halt, nein, das wollte ich nicht. Du hast ein Ork-Problem, lol. Ne? Du hast ein Ork-Problem. Verdammt nochmal. Hört der Stress denn nie auf? Wenn das so weitergeht, ist mein Hof keine 3 Goldmünzen mehr wert. Jo. Ich kümmere mich drum. Alter Schwede. So, her mit dem Zeugs. Passt. Gib her. Gib her. Ach, so ein Theater, ne? Da drüben ist noch ein Ork. Mehrere sogar. Dann tun wir mal schnell speichern.
Jetzt geht's ja. Dann klatschen wir die da drüben weg. Ukachaka, Ukachaka. Bäh, bäh, bäh. Ja, ja, ist schon gut. Steht weg. Sowieso auch. Komm, Katschanga. Oder auch nicht. Passt. Bin so auch zufrieden. So. Ja, mit dem Klumpert. So. Deine Waffe. Okay, das sind keine Echsentrottel, wie es ausschaut. Wir werden trotzdem mal den Weg lang latschen. Ich denke mal, da vorne wird es vielleicht noch was geben. Hoffentlich. Hallo? Nein, hier ist nichts. Hm. Verdammt, keine Dracheneier mehr, ne? Jetzt könnte es echt noch sein, dass die im Minental sind. Ich habe es komplett vergessen, sage ich ganz ehrlich. Boah, das wäre jetzt gar nicht schön. Auf jeden Fall werde ich mal gar und einen Besuch abstatten gehen. Ich schaue nur kurz da hinten, ob hier noch irgendwas herumlungert. Schaut nicht so aus. Nee, alles sauber. Ja. Gehen wir mal zu Garon drauf, erstatten ihm Bericht, wie es im Minental ausschaut. Dann würde ich mal meinen, werde ich mal zum Kloster gehen, weil, als wir das Kapitel hier, ja, Kapitel 5 gestartet haben, war das Kloster abgebildet, wo Innos, ich glaube Innos Hammer oder was das war, dort liegt, den wir stehlen hätten, tun, getan haben sollen, tut. Für diesen Richtertypen, glaube ich, was oder so. Scheinbar wird der Hammer uns gute Dienste leisten. Schauen wir mal. Auf jeden Fall mal schnell zu Garon, sage ich schon, zu Lord Hagen. Nicht Garon, Lord Hagen. Dem Chef der Paladine. So, jetzt sind wir richtig. Grüß eng, Servus, habe die Ehre, grüß dich, hab die auch lieb, ja. Hallo Hagen. Die Drachen sind tot. Die Drachen sind tot. Ich wusste, dass Innos dir die Kraft geben würde, die Drachen zu besiegen. Jo. Wo ist das Erz? Die Orks belagern immer noch die Burg im Minental. Bis die Belagerung nicht beendet ist, hat Garond keine Chance, die Burg zu verlassen. Verdammt nochmal! Wenn Garond nicht fähig ist, der Lage Herr zu werden, muss ich mich eben selbst darum kümmern. Jo. Die paar Orks halten mich nicht auf. Mich nicht! Ich habe meinen Männern bereits Bescheid gegeben. Wir bereiten uns auf den Abmarsch vor. Wir werden alle gehen. Ich lasse nur eine minimale Wache am Schiff zurück. Das sollte dann wohl reichen, um den Orks endgültig den Garaus zu machen. Ja, ja, macht's nur. Viel Spaß. Sonst noch was? Worauf wartet ihr noch? Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Aha, okay. Na dann. Das wird Lee sehr freuen, glaube ich. Wenn die abgehauen sind, dann können wir uns nämlich auf das Schiff schleichen. Haha. Genau richtig. Bevor ich hier weiter blöd rumlatsche, werde ich mich zum Kloster mal hinborden und da nach dem Rechten sehen. Wienental, Bass, Burg, Kloster. Da. So. Jetzt wären wir heilig. Scheinheilig sind wir schon. Jetzt wären wir heilig. Ist da unten irgendjemand, der verhaut werden will? Ich denke nicht. Hallo Milton. Gibt's irgendwas Neues, alter Kumpel? Ich habe alle Drachen geplättet. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Mhm. Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Ja. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Yep. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Du. Also das wäre das Mindeste, Milton. Echt. So, grüß euch, ich bin da ein bisschen verflucht und könnte da irgendwie was Heilungsmäßiges brauchen. Macht so wieder einen Brenner, aber was soll man machen, Trottel? Der Servus, alle Drachen sind erledigt. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Mhm. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Mhm. Ganz im Gegenteil. Wir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben sollen. Super. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Aha.
Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Enos, stehe uns bei. Der Schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Ja, und was ist das jetzt eigentlich? Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Oh. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Oh. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Super. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Hurra. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es denn? Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Aha. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Ist das ein Digimon? Ich bin besessen. Bitte mach das weg. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Ja, gib her. Gut, hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. Ja, hoffentlich. Und tschüss. Da habe ich ja was vergessen, ne? Hat uns der gute Lester nicht einen Brief mitgegeben? Von Xardas nämlich. Rezept ist nicht richtig. Konstantino-Dings. Nein. Was ist das? Alter Brief. Silvestro, Befehl, Steckbrief, Passierschein, Xardas-Brief. Ne? Den haben wir ja gar nicht gelesen. Ich bin der Beste auf der ganzen Welt. Die Beste. Ja. Also dann. Ich hatte vermutet, einer der Drachen im Minental sei die Quelle der bösen Macht. Ich habe mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Irdorath suchen. Hey, du alter Sack, ich meine, du bist ein Schwarzmagier. Kannst du mich nicht irgendwie mit Telepathie oder so, oder Telekinese, was weiß ich, deine Mitteilung überbringen, dass du das eh schon weißt? Unfassbar. Ist ja wurscht. Das Buch, das du Byroka gegeben hast, erhält alle Hinweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollten. Du musst es dir wieder beschaffen. Die Worte Xarak Bendardo werden es öffnen. Verrate sie niemandem. Ich werde mich nun wichtigeren Dingen widmen. Ich kann dir bei deiner letzten Aufgabe nicht beistehen. Nur du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu bezwingen. Wir werden uns wiedersehen. Xardas. Ich bin ja ein Genie. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Lobhards Ork-Probleme. Warte. Aha, hinten oben wahrscheinlich. Ich habe jetzt vergessen, ich trottel, ne? Ja, das ist halt so. Einen Moment. Da wir jetzt schon mal hier sind, ist ja auch schon wurscht. Dann gehen wir halt runter da. Warte, das war da drüben, ne?
Dann gehen wir runter und dieser Talamon-Typi wird uns, soll uns nicht aufhalten. Haben wir da nicht irgendwie... Wir haben hier da... Ja, natürlich, wir haben hier alles, was wir brauchen. Ich habe immer ein bisschen Sorge, dass ich was vergessen tue, aber nein, tun wir nicht. Alles okay. Hallo, Novize. Grüß euch. Neonas. Hey. Handel? Lernen? Kann ich. Ich gebe. Nix mehr. Okay, tschüss. Achso, überhaupt nichts, weil wir ja nicht Novizen sind. Oder so. Ich latsche jetzt einfach mal irgendwo hin und hoffe mal, dass das stimmt. Ah, haha, ich glaube hier, ha? Na, Garvik. Da drüben, das war Talamon, oder? Schaut gar nicht es aus wie Digimon. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Doch. Kehr um. Nein. Hiroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. Ja. So, sagt er das? Ja. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Danke. Das ging ja einfach. Tschüss. Herr von und zu Talamon. Können wir denn, also wenn ich da jetzt was lesen tue, gibt es da was Gescheites für uns? Nein. Das sind immer die gleichen Geschichten, ne? Wo ist... Was ist denn das? Ist das ein geheimer Gang? Das schaut die komisch aus. Buch. Lampe, okay. Wup, 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 wup. Stufe aufgestiegen. Was habe ich angestellt? Was habe ich angestellt? Okay, Monster stimmen da nicht raus. Noch nicht. Da. Die Hallen von Irdorath. Noch was? Bist du auch... Nein? Was habe ich da bloß angestellt? Ich wollte das nicht aufmachen. Ich bin unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig. Warte mal, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, eigentlich gar keine mehr. Weißt was, wir werden noch schnell diese Steintafeln hier lernen. Die habe ich nämlich auch vergessen zu machen. Lebensenergie, Armbrust und nochmal Lebensenergie. Schön. Perfekt. Und im nächsten Part werden wir uns das Buch, die Hallen von Irdorath, genauer anschauen und wahrscheinlich auch da vorne den geheimen Gang erkunden. Boah, da ist schon wieder dunkel, ne? Ich stelle mich mal ein bisschen... Geht das so? Ich hoffe, das passt so. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich denke, dass man hier auch die Lampe betätigen kann. Nein. Das war nur gerade so ein Gedanke, Entschuldigung. Jedenfalls, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!